Sehen und gesehen werden. So lautet das Motto der Stadt der Träume. Los Angeles profitiert von seinem enormen Kulturmix und ist ein Meister der Kitsch-Vermarktung. Dazu gehört auch der Tiki-Pop. Diese kulturelle Bewegung hat im letzten Jahrhundert in Kalifornien das Licht der Welt erblickt. Cocktails, Sonnenschirme, Plastikblumen und Südseefantasien. Zwischen Tikis, Plunder und ausgefallener Deko im Hawaii-Stil sitzt man mit Freunden im Tonga Hut, einer Bar im Norden von Hollywood. Ich liebe es, hierher zu kommen. Man fühlt sich wie in einer anderen Welt. Das ist mein Glücksort. Hier fühle ich mich wohl. Ich trage gern meine Hawaii-Kleider, stecke mir eine Blume ins Haar, trage meinen Schmuck. Es macht mir großen Spaß. Tiki ist in der ozeanischen Kultur ein wichtiger Gott. Doch in Kalifornien hat die Geschichte des Tiki eine andere Wendung genommen. Der spirituelle Kult ist zu einem Tiki-Stil, zu einer Modewelle mutiert, die den Gott in ein Freizeitsymbol verwandelt hat. Auf den Hügeln der Hidalgo Avenue wacht Sven Kirsten über sein Kitsch-Mausoleum. In seinem Haus beherbergt er eine Kollektion, ein unglaubliches Sammelsurium an Objekten und Skulpturen. Relikte einer großen Tiki-Ära, auf die er als Kunsthistoriker seinen Kennerblick gelegt hat. Sven Kirsten ist Deutscher. Er hat den Tiki-Stil Ende der 70er Jahre als junger Filmstudent in Los Angeles entdeckt. Was Sie hier sehen, ist eine Ansammlung von dem, was die Leute hier für typisch Südsee hielten. Denn die Tiki-Kultur ist ganz einfach die amerikanische Interpretation von Südseekulturen. Und mich interessiert vor allem der Moment, in dem der Tiki zu einer Ikone der Popkultur wurde. Nach ihrem Sieg im Zweiten Weltkrieg kehren die amerikanischen Soldaten mit dem Kopf voller exotischer Bilder nach Amerika zurück. Sie wollen die Gräuel des Krieges vergessen. Das Musical South Pacific nach dem Bestsellerroman Die Südsee von James Albert Michener wird ein Riesenunterhaltungserfolg und transportiert eine Fantasievorstellung der Südsee. Ich glaube, diese Ästhetik, die Skulpturen, das Holz, das tropische Erscheinungsbild, all das ist eine Reaktion auf die Plastik- und Hochglanzwelt dieser Jahre und eine Antwort auf den Puritanismus, der zu dieser Zeit in den Vereinigten Staaten herrschte. Auf gewisse Weise sind sie die Vorreiter der Hippies. Außer, dass sie in den 50er und 60er Jahren noch nicht wussten, wie sie ihrem Frust Ausdruck verleihen sollten. Stattdessen haben sie über eine freie Liebe fantasiert, wie man sie angeblich in Polynesien lebte. Die Leute fanden es verrückt, dass man auf Hawaii die Hemden über der Hose trug oder dass man manche Gerichte mit den Händen aß. Es war nicht revolutionär, aber dennoch sehr viel weniger eingeschränkt als ihr Alltagsleben. Im Jahr 1959 wird Hawaii zum amerikanischen Bundesstaat. Der Exotismus regt die Fantasie der weißen Mittelklasse an und legt einen rasanten Aufschwung hin. In den wohlhabenden Vorstädten von Los Angeles unterhält man sich auf Pseudo-Hawaiianisch. Tiki-Bars mit exotischen Cocktails und Restaurants sprießen wie Pilze aus dem Boden. Unter Freunden imitiert man traditionelle Tänze und äfft Rituale nach, die dem neuen Partygott gewidmet sind. Die unterdrückte Sexualität findet hier ein Ventil. Der Tiki wird komplett verfälscht. Der Mensch möchte vom Paradies träumen können.
Und mit dem Tiki kann man sich in eine Traumwelt versetzen. Man weiß, dass es nicht wahr ist, man macht sich etwas vor, aber dennoch ist es befriedigend. Den spielerischen Umgang damit empfinden die Menschen aus Ozeanien hoffentlich nicht als Bedrohung. Es ist ja nur eine Popularisierung ihrer Kultur, ein Spielen damit. Jeder wusste, dass es sich um eine abgewandelte Hollywood-Version handelte. Der Tiki-Pop mit seinen Codes und Ritualen lädt dazu ein, sich seine eigene Welt zu schaffen. Ein Freundschaftsbesuch. Die Besichtigung des Kellers ist ein absolutes Muss. Dort hat der Hausherr und Designer Michael Uhlencott seine ganz persönliche Tiki-Bar eingerichtet. Die schönste in Los Angeles. That's the reason why I love edamame too. Yeah, exactly. You can eat a lot of it. Americans. Amerikaner kommen sich wie Schauspieler in einem Film vor, wenn sie eine Tiki-Bar betreten. I have a set. Okay. You heard that story, right? No. Cheers. Cheers. When I was a kid, als ich ein Kind war, sah ich in einem Buch von Armstrong Sperry das Bild eines kleinen Jungen, der im Dschungel vor einer riesigen Tiki-Skulptur stand. Das hat wirklich etwas mit mir gemacht. So wurde ich verrückt nach Tiki-Objekten. Als sich die Tiki-Kultur in den 50er und 60er Jahren auf ihrem Höhepunkt befindet, müssen die Filmstudios ihre Deko anpassen. In Whittier, im Osten von Los Angeles, hat sich der größte Ausstatter niedergelassen. Oceanic Arts besteht aus einer gigantischen Lagerhalle, die sich über all die Jahre erhalten hat und auf Tiki-Ausstattung für Studiodrehs spezialisiert ist. Ich kaufe Requisiten für Filmsets. Ich bekomme eine Beschreibung der Objekte und muss sie dann finden, ganz egal wo auf der Welt. Das ist mein Job. Ich bin halb Künstlerin, halb Detektivin. Die Gründer von Oceanic Arts waren Ende der 50er Jahre junge kalifornische Kunststudenten. Mittlerweile haben Robert Van Oosting und Leroy Schmaltz über 1000 Bars, Restaurants und Häuser in den USA und auf der ganzen Welt eingerichtet. Seine ersten Tiki-Figuren hat Leroy mit 20 in der Garage geschnitzt. Ich erinnere mich, ich hörte Radio Hawaii. Ich war hin und weg von der Schönheit dieses Inselparadieses. Ich habe viele solcher Skulpturen gemacht. Es ist Kunst, gemischt mit polynesischem Stil. Viele Leute wollten sie kaufen. Sven hat sie fotografiert. Und so haben sie sich überall auf der Welt verbreitet. Ich habe viele solcher Sachen gemacht und auch einen Haufen Masken. Ich habe viel gearbeitet und mache immer noch weiter. Wie ein urbaner Archäologe hat sich Sven Kirsten in einem sich ständig wandelnden Los Angeles auf die Suche nach übrig gebliebener Tiki-Architektur gemacht. Wohnhäuser, die nach ewigen Ferien aussehen. Betonnachbildungen von Fantasiehütten. Geheimnisvolle Architekturen, die in Kalifornien enorm gut ankamen, bevor sie in den 80er Jahren aufgegeben und verlassen wurden. Als ich anfing, hielt ich immer nach den höchsten Palmen in diesem Großstadtdschungel Ausschau. Die Palmen waren in diesen kleinen Tiki-Inseln in den 60er Jahren gepflanzt worden und hatten also viel Zeit zu wachsen. Wenn ich eine Gruppe sehr hoher Palmen sah, dachte ich mir, dass dort vielleicht ein Tiki-Gebäude zu finden sein könnte. Und ich habe ziemlich viele auf diese Art gefunden. Sven führt uns nach St. Gabriel im Nordosten der Stadt.
Für sein Buch hat er die letzten noch existierenden Tiki-Bauten fotografiert. Für mich repräsentieren diese Skulpturen einen klassischen Querschnitt aller Tiki-Stile. Die hier ist im hawaiianischen Stil, die im Maori-Stil und diese im Marquesa-Stil. Als Europäer kannte ich nur Städte und Gebäude im griechisch-römischen Stil. Als ich dann nach Kalifornien kam, entdeckte ich eine Architektur, die vom Primitivismus inspiriert war. Das fand ich genial. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Genau das macht den Tiki-Stil aus. Künstler aus dem Westen haben sich vom polynesischen Kunsthandwerk inspirieren lassen und es in ihre Architektur integriert. Der hier ist wirklich fantastisch. Ich liebe ihn. Die Augen, die Nase, der Mund. Zu Anfang wurde es nicht als Kunstform anerkannt. Es war nur eine Mode. Es verschwand und wurde vergessen. Niemand hatte diese Kunstrichtung anerkannt oder als eine echte Kunstbewegung benannt. Ich bin glücklich darüber, das geändert zu haben. Sexistisch, kolonialistisch, ja sogar geschmacklos. Die Tiki-Bewegung hat durchaus ihr Fett abbekommen, bevor sie komplett in Vergessenheit geraten ist. In Kalifornien erlebt sie jedoch gerade ein echtes Revival. Zusammen mit der Vintage-Mode nimmt die Bewegung erneut Fahrt auf und zeigt ihre kitschige Seite. Der Tiki liegt wieder voll im Trend. Ein echtes Juwel. Das hier ist wirklich schön. Susanna Moscher ist Grafikerin und bekennende Feministin. Sie verwandelt die ozeanische Gottheit in ein modernes Objekt des 21. Jahrhunderts. Die Bilder haben es mir angetan. Der Tiki an sich, aber verpoppt mit dem Kitsch der 50er Jahre versehen. Das ist witzig, das ist exzessiv, wie all das drumherum. Der Tiki-Stil ist das Gegenteil von Minimalismus. Er ist bunt, er ist grell und humorvoll. Der Stil ist schön und befördert einen in eine andere Welt. Es ist eine wahre Freude, diese Motive zu malen und sie anzusehen. Und es ist eine Riesenfreude, von Tiki-Objekten umgeben zu sein. Wenn man einmal anfängt, sie zu sammeln, wird man süchtig danach. Es ist natürlich auch eine Flucht, nach der wir alle im Moment suchen. Und so erträumt man sich, umgeben von Kitsch, an der Küste von Kalifornien, ein Paradies in der Südsee.